heute heißt es mal wieder Kathi kocht und ich habe mir ein sehr traditionelles Rezept ausgesucht. Und zwar, es ist der Caesar Salad. Den kennt ihr alle. Und der wird ja eigentlich, so wie ihr ihn kennt, mit Geflügelbrust gemacht. Also sprich Pute oder Hähnchenbrust und den klassischen Croutons. Und einer leckeren Vinaigrette dazu. Und das Ganze habe ich natürlich vegan umgesetzt. Und ich glaube aber, dass wenn ich den so im Restaurant präsentieren würde oder jetzt meinen Gästen zeigen würde, ich glaube, ihr würdet alle denken, dass das tatsächlich echtes Fleisch ist. Oder Peter? Peter filmt nämlich gerade. Was denkst du? Ja, also sieht es immer so aus. Sieht egal, verblüffend was echt aus, ne? Ja. Ja, so soll das aussehen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das ruckzuck vorbereiten könnt. Ich habe ja auch schon alles vorbereitet. Wir haben frischen Römersalat, ich habe frische Salatkräuter, ich habe auch schon Toastbrot gewürfelt. Dazu brauchen wir 3 Scheiben Vollkorntoast, damit der eben auch vegan ist, sprich butterfrei. Und der Caesar Salad übrigens ist eigentlich ursprünglich ein vegetarisches Gericht. Finde ich ganz interessant. Später hat man dann auch irgendwie Sardellen hinzugefügt und wie wir es halt kennen, klassisch Putenbrust oder Hähnchenbrust. Und ich glaube, es ist auf jeder deutschen Speisekarte gibt es den Wellness-Teller. Da gibt es dann Salat mit Hähnchenbrust und einem leichten Joghurt-Dressing. Und ich möchte das Ganze natürlich für euch vegan machen. Ich habe wieder die Shreddies. Damit werde ich glaube, jeden aufs Glatteis führen. Es wird keiner merken, dass es nicht Geflügel ist, weil das kommt dem Geschmack wirklich unglaublich nah. Und für die Salatsoße nehme ich Seidentofu. Wenn ihr keinen Seidentofu zur Hand habt, könnt ihr auch Sojajoghurt nehmen. Das Rezept habe ich natürlich auf meinem Blog bei kathikocht.de. Unten findet ihr dann den Link dazu. Und ich würde sagen, ich starte einfach mal. Also das ist jetzt eine Menge bei 300 Gramm, sage ich mal, für 4 Personen als Hauptgang. Nee, ich habe mal 2 Personen als Hauptgang, 4 Personen Vorspeise. Oder in den Dimensionen von Rolf Sittele wäre das jetzt der Groß aus der Küche. Aber es ist natürlich das super Rezept für alle, die halt gerne fettarm sich ernähren und auf ausreichend Protein zuvor achten. Das sind natürlich die Shreddies super. Und ich arbeite hier auch wirklich mit ganz, ganz wenig Fett. Die Infos gebe ich euch natürlich dann noch in der Beschreibung, wie viel Fett in der Soße drin ist. Also ursprünglich wird die... das Dressing, also die Vinaigrette mit einem Ei gemacht, Mayonnaise und ich glaube, also wie gesagt, später hat man dann noch Sardellen hinzugefügt, aber das Ursprungsrezept sind eigentlich nur Salatblätter, dieses Dressing eben wie gesagt mit Ei und frischen Knoblauch-Croutons. Und die Geschichte dazu ist, dass der Cesare Gardini hat dieses Rezept in der Not heraus erfunden. Der hat ein kleines Restaurant an der Grenze, und zwar zur amerikanischen Grenze, und zwar in Mexiko. Und in den 20er Jahren gab es ja dieses Alkoholverbot in den USA, also die Prohibition. Und da sind natürlich sehr, sehr viele Amerikaner immer gerne nach Mexiko gereist, weil dort durften sie feiern, weil da war der Alkoholausschank noch erlaubt. Und am Nationalfeiertag, irgendwie am 4. Juli 1924, haben die so die Bude eingerannt, dass er mit seiner Küche völlig überfordert war und hat dann gesagt, hey, ich habe noch jede Menge von dem Salat, ich mache jetzt einfach ein neues Gericht und es ist der Caesar Salad. Und den hat er also ursprünglich vegetarisch gemacht, also okay, ein Ei in der Soße. Aber sonst war der vegetarisch eben nur mit den Croutons. Die Croutons habe ich schon geschnitten. Dazu macht ihr die Rinde weg vom Toast. Und die Salatsauce, ja, wir nehmen den Seidentofu. Ich habe hier noch ein paar frische Kräuter. Die gibt es fertig, beispielsweise im Edeka. Da sind dann drin, muss ich gerade mal schauen, Sauerampfer, Kerbe, Schnittlauch und Petersilie. Die könnt ihr, wenn ihr mögt, direkt hier mit reinmixen oder später den Salat damit verzieren und garnieren. Ansonsten könnt ihr auch die getrocknete Variante nehmen. Die nehme ich jetzt mal, weil da noch ein bisschen getrocknete Zwiebeln und auch Knoblauch schon drin ist. Dann brauchen wir in der Regel 2 kleine Knoblauchzehen. Die ist so groß, da tue ich die als Ganzes rein. Hiermit machen wir die Knoblauch-Croutons. Und zwar, die würde ich gerne so in einem butterähnlichen Aroma machen. Und dafür habe ich die Margarine, die sieht aus wie Butter und kommt, also finde ich, auch geschmacklich und also von der Optik her auch unglaublich nah an Butter ran. Da brauche ich nicht viel. Ich kann das gern für euch abwiegen, wenn ihr mögt, wenn ihr sehr auf den Fettgehalt achtet. Ja, okay, das sind 10 Gramm. Ja. Fast, also keine, ja, ein bisschen mehr, 15 Gramm. Das lasse ich auflösen. Pfanne natürlich schön vorheizen.
Croutons rein und schön schwenken. Man kann es auch jetzt schon ein bisschen salzen. So. Hier mache ich die Flamme aber jetzt ein bisschen runter, weil das heizt noch ordentlich nach. Da wir ja die nicht lange anbraten, kann man da wirklich Margarine nehmen. Ansonsten rate ich euch wirklich, nehmt immer Kokosöl. Denn Fett ist auch nochmal ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil Fett kann sich verändern, also gerade durch Hitze. Ein sehr, sehr gutes Fett, beispielsweise Olivenöl, sollte man auf gar keinen Fall lang erhitzen, weil dann wird es zu einem schlechten Fett. Aber das erkläre ich euch mal in einem anderen Video, was es mit Fettsäuren, Transfettsäuren und so weiter auf sich hat. Spannende Geschichte. Es wird jetzt kurz laut, denn ich werde jetzt die Salate und so weiter vorbereiten. Und da ich auch keine Mayonnaise habe, habe ich mir gedacht, mache ich es so ein bisschen Freestyle. Ich mache einfach einen... Ja, Teelöffel mittelscharfen Senf dazu, den Saft einer halben Zitrone, zack, zack, und auch nochmal so ein Thema, da wird es auch nochmal ein extra Video drüber geben, punkto Essig und, habe ich jetzt Apfelessig und zwar naturtrüben gewählt. Denn zum einen finde ich das Aroma sehr, sehr lecker. Es ist sehr, sehr fruchtig, frisch. Ups, 3 Esslöffel. Aber auch nochmal so ein Thema, punkto vegan. Ich weiß nicht, ob ihr schon davon gehört habt, dass selbst Apfelsaft, der geklärt ist, da wird Gelatine verwendet. Also sprich, normaler Apfelsaft ist nicht vegan. Und das ist natürlich auch bei Essig oder überhaupt auch ein Thema, da werde ich auch mal mit euch drüber sprechen, über veganen Alkohol. Das klingt jetzt paradox, aber leider wird in der Alkoholherstellung, gerade als ein junger Winzer hat mir das mal erzählt, wird leider Hühnereiweiß oder eben Schweinegelatine verwendet. Aber es wird halt nicht etikettiert, der Verbraucher weiß es nicht. Aber ich berichte euch darüber mal in einem anderen Video. Achtung, jetzt wird es auch laut. Verschiedene Pfeffersorten. Ich habe mir einfach gedacht, das ist eine bunte Mischung aus rotem, schwarzem und weißem Pfeffer. Das könnt ihr ja beliebig machen. Ich mache jetzt hier noch immer noch mal einen Schuss von meinem Chili-Knoblauchöl rein, weil ich mag es gerne etwas schärfer. Ist aber jedem selbst überlassen. Und das mixe ich jetzt noch mal durch. Knoblauch mögen, ne? Ganz wichtig. Aber ich liebe Knoblauch, somit bin ich hier beim richtigen Rezept. Und reichst du mir ein Tuch? Ist aber sehr lieb, Dankeschön. Peter ist übrigens nämlich, der jetzt gerade filmt, gelernter Koch und mache ich alles richtig eigentlich? Bis jetzt ja. Das ist wunderbar. Das freut mich, weil Peter ist auch so der Typ, so nicht geschimpft, ist schon genug gelobt. So, Croutons sehen toll aus, die kann man jetzt schön abkühlen lassen. Zack, zack. So, und jetzt verlieren wir hier nochmal Gas. Ja, und jetzt kommen auch schon die Shreddies drin. Dafür nehme ich 1 Esslöffel Kokosöl. Das ist bei Zimmertemperatur hart. Und das ist jetzt, naja. Sagen wir mal 2 Esslöffel, das ist ein bisschen. Ich achte ja jetzt nicht so sehr auf meinen Fettkonsum. Ich mag das, ich finde Fett total wichtig. Für mich ist das der Geschmacksträger überhaupt. Und aber Ralf bittet mich immer, so fettfrei wie möglich zu kochen oder so fettarm wie möglich zu kochen. Wobei, das finde ich auch nochmal ein interessantes Thema, weil Fett
Wie gesagt, nicht alle Fette, aber Fett ist auch sehr, sehr wichtig für den Körper. Zum Beispiel unser Gehirn besteht zu 98% aus Fett und nicht aus Eiweiß. Aber das gibt ja nochmal ein extra Video, wo wir uns über Fette unterhalten. So, schaut mal, das sieht doch, guck mal Peter, das sieht doch eigentlich aus, das würdest du mir das Geflügel abkaufen, oder? Das also wenn ich jetzt so sehe, ja. Das Gute ist, ich habe ja bisher auch schon fantastische Sachen machen können mit Seitan. Da konnte ich schon eine vegane Ente zaubern. Und ich habe ja wirklich keine abgenommen, dass sie eben, ja, dass es eben kein Geflügel war. Problem mit meinem Seitan ist aber, dass es aus Weizenprotein ist. Und wir haben leider in Deutschland unglaublich viele Allergiker in Bezug auf Gluten oder Gluten, je nachdem, wie ihr es aussprecht. Und es gibt auch ein fantastisches Buch darüber, das heißt die Weizenwampe. Da wird erklärt eigentlich, wie viel Weizen genmanipuliert ist und dass wir aufgrund dieses verstärkten Weizenkonsums Zivilisationskrankheiten haben oder daraus entstehen. Und das ist halt, wie gesagt, aus reiner Hülsenfrucht, reines Eiweiß. Also auch wunderbar bei Zöliakie-Patienten. Schweres Wort. Aber das sind die mit einer Gluten- oder Glutenunverträglichkeit. Was sagst du? Sagst du Gluten oder Gluten? Gluten. Auch Gluten, ne? Ja. So, das lasse ich hier schön. Ich mag das gerne so ein bisschen, ein bisschen kross. Mir wird auch mal die Frage gestellt, warum, du bist Veganer, warum willst du überhaupt dann Fleisch essen? Es ist so ein bisschen, glaube ich, wie mit alkoholfreien Getränken, weil es geht mir hier darum, nur um die Geschmackserinnerung. Ich habe das immer geliebt früher, die Soßen, die meine Mutter gemacht hat. Und ich kann es einfach nur nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, ich will einfach kein Tier essen. Und es darf mir doch trotzdem schmecken. Also ich finde den Vergleich ganz gut mit dem mit alkoholfreiem Bier oder alkoholfreien Cocktails. Du möchtest ja trotzdem sagen, hey, das schmeckt lecker oder erinnert mich an einen Cocktail, aber ich möchte trotzdem einfach keinen Alkohol trinken. Und genauso sehe ich das da. Und ja, man gibt halt dem Kind jetzt einfach mal irgendwie einen Namen. Ich sag jetzt hier auch Caesar Salad mit, ja, was soll ich sagen? Ja gut, mit Shreddies. Okay, wir sagen einfach, es ist Caesar Salad mit Shreddies. Oder, Peter? Ja. Naja, gut formuliert. Der Shreddy-Teaser-Salat. So. Okay, ich bereite jetzt einfach mal ein Tellerchen vor. Ihr könnt den Salat schön nach Herzenslust drapieren. Das ist ja auch immer die Frage, Salat geschnitten oder gezupft. Macht es, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr streitet euch nicht. Am besten ist sowieso immer, dass einer in der Küche kocht und einer isst. Das ist, also wir beide essen. Aber es ist immer ganz gut, weil da kommt sich sonst vielleicht auch mal in die Finger. Gut, bei Ralf muss ich mir keine Sorgen machen, dass der mir das Kochen abnehmen will. Das trifft sich ganz gut. Denn hier, I'm the queen of the kitchen. Ja? Es gibt nur eine. Es gibt nur eine. Wenn euch das jetzt hier zu dick ist, könnt ihr das natürlich auch mit Wasser verdünnen. Aber ich mag das ja ganz gerne, weil es ist so ein bisschen so eine Remouladensoße schon fast. Zack, zack, zack. Mineralwasser verdünnen. Mit Sprudel, ne? Ja. Okay, danke für den Tipp. Frischer Geschmack. Okay, was sagst du, sollen wir jetzt erst die Croutons drauf machen und dann das Fleisch? Erst Fleisch und dann Fleisch. Croutons immer zuletzt. Okay. Guck mal, wenn ich den Peter nicht hätte, ne? So, schaut mal, sieht das nicht irre aus? Also man sieht, ich habe jetzt echt ein bisschen viel Fett genommen. Also ein Esslöffel hätte vollkommen gereicht. Aber irgendwie waren das jetzt doch dann knapp zwei. So. Ich habe jetzt nicht so viel Shreddies gemacht, weil ich den ja jetzt auch alleine esse. Aber wenn ihr jetzt vier Personen seid, würde ich auch vier Packungen nehmen. Weil ich denke mal, also ich bin ein guter Esser. Und wenn wir das als Hauptgang nehmen, würde ich schon pro Packung sind da was da drin. Knapp 150 Gramm, ja, würde ich schon sagen pro Person. Oder was sagt man normalerweise pro Person an Fleisch oder Geflügel? Was gibt es? Ja, zwischen 150 und 180 Gramm. Siehst du, also pro Person eine Packung. Ja, das sieht doch ganz süß aus. Ich kann einfach alles drauf machen. Zack. Also es riecht fantastisch.
wirklich, das ist... Also man muss halt Knoblauch mögen, ne? Das ist klar. So, dann die Croutons. Verzeiht mir, das mache ich jetzt mit den Fingern, die sind ja jetzt kalt. Bam, 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 bam. Bam. Was natürlich jetzt fehlt, es gibt veganen Parmesan, den habe ich jetzt nicht besorgt, weil ich finde, das ist gar nicht notwendig. Hm. Man kann jetzt auch aus Gag irgendwie noch eine Karotte rüber rasteln. Aber ich finde das ganz gut so. Ich mache jetzt hier noch ein bisschen Salatsauce auf die Shreddies. Ich muss dazu sagen, ich habe die Shreddies jetzt nicht gewürzt, weil die sind schon leicht gewürzt. Man kann natürlich je nachdem auch nochmal nachsalzen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass sich das mit dem Dressing jetzt schön vermischt. Ansonsten kann man jetzt hier noch fröhlich ein paar Kräuter drüber geben. Und fertig ist der vegane Caesar Salad. Guten Appetit! Ja, und wer jetzt eben auch noch getestet hat, ist die Moni. Die möchte aber nicht aufs Bild. Aber wir hören dich, Moni. Wie fandst du es denn? War echt super. Schmeckt man kaum einen Unterschied. Also du hättest jetzt auch geglaubt, dass es echtes Fleisch gewesen wäre. Ja. Ha, super. Also das Rezept findet ihr bei katikoch.de. Ich habe den Link natürlich auch unten artig gesetzt. Und wenn ihr mehr über diese Shreddies erfahren wollt, ich bin schon mal ein großer Fan, den Link habe ich euch natürlich auch noch unten genannt, platziert. Und dann wünsche ich euch jetzt weiterhin guten Appetit. Na, Peter? Ja, danke. Ne? Ja. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn man nicht kommuniziert beim Essen. Dann ist es immer, das ist eigentlich meistens, dass es gut schmeckt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal und Tschüssikowski.